Alle Fragen zu den zwei Steinadler-Jungtieren konnten am Mittwoch im Hoyerswerder Zoo gestellt werden. Dort wurden den Besuchern die erst 4 Monate alten Weibchen präsentiert. Die bereits etwa 3 Kilogramm schweren Raubtiere sind schon jetzt gute Beobachter, werden aber zum Teil noch von den Eltern umsorgt. Sie müssen sich allerdings bald von ihnen trennen. Spätestens, wenn im nächsten Frühjahr neuer Nachwuchs wartet.